Erstmal ein Hallo an alle Vespa-Fans. Heute haben wir eine Vespa Cosa 200 GS im Angebot. Die Vespa Cosa ist nicht fahrbereit und funktionstüchtig. Verkauf erfolgt als Bastlerfahrzeug, Restaurationsprojekt bzw. Ersatzteilträger. Müsst ihr euch selber hier komplett drum kümmern. Ich hatte jetzt auch mal eine Batterie dran, nimmt keinen Strom an. Ich habe da jetzt auch keine Lust und Zeit, mich um sowas hier zu kümmern. Ob da eine Sicherung kaputt ist oder was auch immer. Ja, das müsst ihr halt alles selber organisieren. Die Historie zur Cosa, also Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein vorhanden, zweimal TÜV-Bericht. Die hat 9 kW, Vespa Cosa VSR 1T. Die war zuletzt TÜV-frei 2018. Von 18 auf 20 hat sie wegen Radbremszylinder undicht, Achse von, kein TÜV mehr bekommen. Dann hatte der letzte Besitzer auch keinen Bock mehr drauf, das reparieren zu lassen. Und da hat sie jetzt die letzten 4 Jahre gestanden und wurde im August jetzt erst abgemeldet. Gelaufen hat die gute 30.701 Kilometer. So, dann machen wir mal hier einen Sitz auf. Ja, vernünftig. Also so vom Zustand her ist er jetzt nicht durchgefault oder so. Wenn ihr mal hier setzt, ich immer das Wasser rein, dann sind die meistens immer durch. Da ist mal nix. Das passt. Das Helmfach hier. Ne, dann machen wir mal die Hauben runter, beide, und schauen mal, was da los ist. Ja, hier haben wir die Fahrgestellnummer. Motorbereich. Da können wir nur mal drüber filmen. Hier können wir auch gleich nochmal hier über den Rahmen gehen. Da habe ich meine Batterie angeschlossen hier. Da kommt aber nichts an, Strom. Keine Ahnung, was hier los ist, warum die jetzt nicht mal läuft. Die soll aber einmal frei gelaufen sein bis zur Abmeldung. So, gehen wir hier noch mal über den Rahmen. So, der Motor dreht. Frei, aber hängt manchmal durch. Denke ich mal, dass die Kupplung zusammenklebt, fest ist. Also manchmal, wenn man Kickstarter betätigt, dann zieht er leer durch. Jetzt geht es im Moment. So, das Handschuhfach lässt sich auch öffnen. Ist auch alles dran. Funktioniert. Nichts ausgebrochen hier oder abgebrochen. Jo. Dann gehen wir mal vorne rum. Schmutz und Dreck und Rost wird man hier alles finden. Aber der Lack lässt sich bestimmt auch wieder richten hier, reinigen und so weiter. Hier haben wir auch Roststellen unterm Lack. Füllen wir mal hier rein. Ja, da gibt es viel zu tun hier im Teil. Die Hauben, da ist auch irgendwas drauf hier. Kriegt man bestimmt wieder runter. Kratzer drin und Flugrost, Kantenrost und sowas wird man auch alles finden. Drehen wir sie mal um. Motorseite. Die andere Seite hier. So schaut es von innen aus. So, von unten. Fender vorne, viel Dreck und Schmutz. Hier das, die Abdeckung scheint noch ganz gut zu sein. Schmutz und Dreck und Flugrost.
kauft er alles mit. Freilauf hinten, die waren aber fest, das hier vorne, deswegen geht es auch ein bisschen schwer. Bremse vorne scheinen kaputt zu sein. Jo, gehen wir noch mal hier hinten rein, machen wir mal das Licht an. Stoßdämpferaufnahme oben, Schmutz und Dreck. So schaut die Bude von unten aus. Ja, da sind wir schon durch. Was sollen wir hier noch berichten? Ersatzteilträger, Bastlerroller, was auch immer damit passiert. Eine GS ist es, eine GS. Eine 200er GS. Ja, sowas hier. Ja, das ist natürlich hier bescheuert. Aber sowas habe ich rumliegen hier. Wenn ihr das abholen wollt, halt so ein Schild drauf lassen, dann erinnert mich mal dran, dann suchen wir sowas aus der Kiste hier. Ja, dann sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Rollervideo. Hänge ich hier hinten noch ein paar Bilder dran oder so, wie immer. Wie in den meisten Videos. Und sag mal tschüss, bis zum nächsten Roller. Bye, bye. Ciao. Den Like-Button nicht vergessen, mal unten drauf donnern, richtig, da würde ich mich freuen. Danke, tschüss dann jetzt endlich. Bye, bye.